Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute haben wir wieder ein Game Boy Color Spiel. Und zwar, ihr seht es selber, ihr merkt es an der wunderbar fetzigen Musik, Buffy the Vampire Slayer. War natürlich einer der großen Serien aus den 90er Jahren, hat absoluten Kultstatus. Und so eine Serie muss natürlich auch umgesetzt werden. Und auch unter anderem auf den Game Boy Color. Allerdings hat es da einen relativ schlechten Ruf und ich würde mal sagen, wir gehen dem mal auf den Grund, warum das so ist. Falls ihr mal Wünsche habt für dieses Format, also ein schlechtes Spiel, egal ob 8 oder 16-Bit, einfach in die Kommentare. Ich schreibe mir alles auf eine schöne Liste und gehe alles nach und nach durch. Mit der Serie an sich bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so firm. Ich habe da mal ein, zwei Folgen gesehen, aber ich habe jetzt keine Serienmarathons damit abgeschlossen oder irgendwie sowas. Ich würde sagen, Story wird hier so einigermaßen gut präsentiert, zumindest für Game Boy Color Verhältnisse, würde ich sagen. Zumindest haben sie sich bemüht, da irgendwie... Okay. Ich habe gerade die grafische Qualität gelobt. Okay. Es scheint ein Seiten-Scroller-Beat'em-up zu sein. Gut, die Grafik, Eins ist es jetzt nicht. Okay, hier habe ich Cola. Okay, zum Aufheben von Sachen muss man sie erstmal runterbeugen und dann Punch drücken. Das ist nie gut. Ansonsten ist die Steuerung halt normal. Ja. Hä? Jetzt? wieso legt er sich da einfach hin? Okay. Ach, der regeneriert sich dann. Muss ich ihn hier irgendwie hier, keine Ahnung, exorzieren oder... okay. Das war jetzt mein Fehler. Logischerweise ein Vampir anscheinend. Man muss dann quasi mit einem Flock den endgültig besiegen. Okay. Das war jetzt meine Verwirrung. Macht aber durchaus Sinn. Okay. Wobei es kämpfen, also ist wirklich nicht sehr spannend, ist ehrlich gesagt. So. Bisschen sehr einfach, würde ich sagen, weil irgendwie versucht er es noch nicht mal, außer, keine Ahnung, Breakdance oder was das sein soll. So, okay, und jetzt? Zack, okay. Also da unten und den Schlag drücken, ähnlich wie die Cola-Dosen aufzuheben. Also musiktechnisch, ein anderer Vampir, einen anderen Anzug. Also grafisch, sagen wir mal ehrlich, da wäre mehr drin gewesen. Kampfsystem wirkt sehr seltsam. Und ich hasse es ja, wenn man in Spielen Sachen aufsammeln muss, wo man jetzt nicht irgendwie limitiert ist durch ein Inventar oder ähnliches, dass man das immer bewusst aufsammeln muss. Irgendwie sieht die Figur komisch aus, so aus der Seitenansicht, unsere Buffy. Ich weiß nicht, warum, ehrlich gesagt, aber irgendwie so aus der Seitenperspektive, irgendwie passt das nicht. Ich kann irgendwie den Finger nicht drauf halten, was genau... Hier die G-Animation, irgendwie... Ich weiß nicht, seltsam. Also das Spiel, steuerungsmäßig, wie gesagt, bis auf das Aufheben... Macht es jetzt nicht sehr akut falsch, würde ich sagen. Es ist halt, was es ist. Ja? Ihr habt da einen Vampir nach dem anderen, den ihr halt besiegen müsst. Die Musik ist so eintönig wie das Gameplay, würde ich sagen. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen, was ich hier gerade denke. Die Kämpfe an sich sind keine große Herausforderung. Blauen hat man noch nicht, ne? Und irgendwie ist komischweise das Schlagen wesentlich effektiver als das Treten. Oh, ich kann auch Sachen werfen. Damit werden die Kämpfe denn noch einfacher. Okay, also denkt dran, wenn ihr einem Vampir begegnet, nehmt euch die nächste Mülltonne, wirft auf den drauf und dann könnt ihr, ne, Holzflock und so. Ich wollte mich sein nicht wegrollen. Gott, diese Musik.
Zack, zack, zack. Einmal in die Fresse. Joa, ne? Also. Ich weiß nicht. Also, das wäre auch damals wesentlich spannender. Hier springt wahrscheinlich noch einer raus. Oh nein! Welche Überraschung! Boah, ist das eintönig. Also, Grafik, okay, es ist jetzt kein Überflieger. Ich würde es vielleicht so ein bisschen als einigermaßen stimmig bezeichnen, aber es ist halt sehr eintönig, ne? Also, es führt anscheinend nur schlagend zuverlässig zu einem guten Ergebnis. Und das war's dann irgendwie, also. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Aufnahme. Ich spiele es jetzt so ungefähr seit 5 Minuten. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ne? Weil es halt so eintönig ist. Die Kämpfe, die vermissen jedwede Komplexität, auch für ein Gameboy-Spiel. Ja? Wesen Beat'em-Up-Spiel, da hat man meistens irgendwie, keine Ahnung, Double Dragon-mäßig verschiedene Ebenen und so weiter. Oder Teenage Mutant Hero Turtles hat es ja schon auf dem Game Boy eigentlich schon ganz gut vorgeführt, wie ein gutes Beat'em'up mit nur einer Ebene umsetzbar ist. Und das war, keine Ahnung, wann das Spiel jetzt genau erschienen ist, aber Game Boy Color, es ist nur für Game Boy Color, das heißt irgendwann Ende der 90er. Also da war Turtles schon ein paar Jahre alt. Ne? Also da hätte man was dazu lernen können. Also, ohne Scheiß, guckt euch das halt mal an. Ohne Scheiß, diese eintönige Musik passt perfekt zum Spiel. Ich beschwere mich ja normalerweise über nervige Musik oder unpassende Musik, aber hier passt's. Nur halt aus. Heb das auf, nicht rollen. Okay, kann ich nicht aufheben, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich das schon alles voll habe. Also, ich versuche mal das erste Level irgendwie. Okay, ich habe irgendwie was benutzt. Nicht, dass ich das brauche. Aber es gibt anscheinend Gegenstände, die man benutzt. Ich glaube, ich habe nach unten und was gedrückt oder nach oben, keine Ahnung. Boah, sag mir doch bitte, dass das scheiß Level hier jetzt gleich vorbei ist. Guck's mal an, ey. Frage ich mich, wenn Vampire, so, Gott, ich bin schon so geflasht, dass ich mich nicht mehr vernünftig formulieren kann hier. Wenn Vampire so einfach zu besiegen sind, dann frage ich mich, warum diese Serie so viele Staffeln hat. Geht doch anscheinend einfach. Hingehen, 2-3 Schläge in die Fresse, das war's. Aber auch Variationen, ne? Okay, die haben jetzt verschiedene Anzug- Farben, aber. Oh, ich habe ein Passwort. Immerhin gibt es Passwort-Feature, was zu der Zeit aber auch erwartbar war. Okay, gut, ich nehme es zurück mit den Zwischensequenzen. Sie haben sich aber zumindest etwas versucht, das so ein bisschen thematisch aufzumachen, aber. Was ist jetzt? Okay, jetzt haben wir dasselbe. Mit kettenschwingenden Vampiren in der Straße. Es ist exakt dasselbe. Es ist exakt dasselbe. Guckt euch das an. Ich meine, ist die Musik hier etwas energetischer? Ich frage mich, warum das Treten so quasi nicht wirklich großartig Effekt hat. Also hier ist die Musik, geht sogar einigermaßen. Auch nicht unbedingt das passendste, aber. Also irgendwie scheint auch das Trefferfeedback nicht so ganz zu sein. Also. Nee. Nee. Ach, ja. Ohne Witz, ich hab selten bei einem Spiel in dieser Serie. Zumindest Lust gehabt, das weiterzuspielen. Nicht, weil es zu schwer ist oder weil es zu schlecht ist, sondern weil es einfach nur langweilig ist. Also wenn es auch wenigstens hier so ein bisschen Gegnervariation hätten, außer, hey, der hat jetzt eine lila Hose an. Anderer Gegner. Magic. Ne? Aber ich würde sagen, ich erlöse uns mal hiervon.
Schön, dass ihr reingeschaltet habt auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16, mit ab in die Kommentare. Und bitte, auch wenn ihr Fan der Serie seid, Finger weg hiervon. Es macht einfach keinen Spaß. Fangt mit eurer Zeit irgendwas Vernünftigeres an. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.